Servus Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge God of War. So, wir sind am See der Neuen angelangt und haben auch zum ersten Mal in der letzten Folge zumindest die Weltenschlange gesehen. Eine Riesenschlange. Und ich glaube, wir sind hier an so einer Art, ja, an so einer Art Portal, wo wir zwischen den verschiedenen Welten reisen können. Ganz genau herausgefunden habe ich es noch nicht, das werden wir jetzt aber dann in den nächsten Folgen tun. Das ist auf jeden Fall ein Boot. Hä? Ach, hier ist auch ein Boot, okay. So, ich mache mal das Bildmachgerät an. Und schauen, ob hier irgendwas ist. Neues Artefakt: Galionsfiguren. Okay, hier können wir nicht lang. So, genau, und da ist der Zwergenladen. Und schauen wir doch mal hier jetzt lang. Ich glaube, dass hier jetzt gleich irgendwas passieren wird. Was ist denn das für ein Ding? Okay, hier können wir noch nichts machen. Ich glaube, dann können wir das Schiff irgendwie drehen wahrscheinlich. Oder die Brücke wahrscheinlich drehen. Weil hier gibt es nämlich mehrere Welten, schätze ich mal, das schätze ich mal, das da sind die Tore. Aber soweit sind wir noch nicht. Wir sollen jetzt erstmal hier lang gehen. Atreus fortgeschrittener Kampf. Atreus fühlt sich nun sicher im Kampf und unterstützt Kratos, indem er Gegner physisch angreift, wenn sich ihm eine Möglichkeit bietet. Diese Fähigkeiten können im Fähigkeitsmenü verbessert werden. Alles klar. Na komm. Glück, kommen wir durch den Turm hindurch zum Berg. Bereit. Okay. Hätte ich eigentlich mal probieren können, das mit der Vitalität auffüllen. Aber okay, machen wir nächstes Mal. So, hier sind auch schon wieder irgendwelche komischen Schriften. Diese Runen kenne ich nicht. Aber mit einer Chiffre könnte ich sie bestimmt lesen. Jetzt mal die Kisten auf hier. Können wir hier was machen? Ah, hier können wir runterfahren. Alles klar. Ein neues Dock gefunden. Dann schauen wir uns doch hier mal um. Wachturm. Ah, hier ist auch ein Boot, okay. Okay, hier gibt es anscheinend wieder. Okay, wie komme ich an das Ding heran? Oh, sind die versperrt oder was? Okay, alles klar, verstehe.
Appel, ein Appel. Junge. Eine Art Zeichnung. Vielleicht eine Karte? Oh, vielleicht eine Schatzkarte. Mutzgunir, Herrscher über Mann und Bestie. Ich besuchte sein Königreich, um zu sehen, ob er alles zum Schmieden der legendären Rüstung hatte, aber ich sah nur Tod und Leid. Diese Gabe ist für all diejenigen, die unter des Zwergenkönigs Weg zum Ruhm ritten. Okay. Belohnung seltener Zauber. Ein Stück Leibtelegierung, 5 Stück festes Stahls. Okay. Wie kommen wir hier hoch? Okay, hier kommen wir nicht hoch, oder was? Ah, ich glaube, dass wir hier das Wasser anheben müssen. Aber wie? Hier ist ein Boot. Warte mal, was ist denn das hier? Ach so. Interessieren, kommt man da irgendwie lang? Komm, wir schauen mal mit dem Boot da lang. Ob wir hier was machen können. Nee. Das sieht nicht so aus. Okay, das wird bestimmt später gehen. Okay, dann geht's wieder hoch. Da schauen wir doch gleich mal auf der anderen Seite. Da irgendwas geht. Hier kann man nicht mehr lang, oder? Nee. Die hier kann ich nicht lesen. Das Wasser gesunken ist, wurden neue Strände freigelegt. Wir sollten dort nach Ressourcen suchen. Ich wünschte, Mutter könnte bei uns sein. Sie konnte kämpfen. Stimmt's? Ja, sie kämpfte. Wundervoll. What the fuck, was ist denn das für ein Ding? Ein Troll oder sowas? Zu der Graben oder was? Boah, 3000?
wir da rein? Atreus? Ah, da. Okay, dann gehen wir nochmal hoch. Schauen wir mal. Da war auf jeden Fall noch so eine Tafel, habe ich gesehen. Hey, ein Sprachschiff. Wir sollten weitersuchen. Ein Muspel. Welt des Feuers. Dort geht's auch hoch. Hey, sieh mal, eine Fackel. Eine Fackel ist aus Holz. Das nennt man Feuerschale. Eine Feuerschale. Darauf steht etwas geschrieben. Soll ich vorlesen? Alter Schwede. Das ist der letzte. Nicht schlecht, oder? Gut gekämpft, ihr zwei. Was? Was ist das denn? Ein Geist. Er spricht mit uns. Und er hört euch auch. Nicht so schüchtern. Bist du tot? Du bist sehr scharfsinnig und kühn. Seid vorsichtig, wenn er die Feuerschalen entzündet. Sedur und Hillläufer werden von den Flammen wie Motten angezogen. Ihr habt uns bestimmt aus unserem wässrigen Grab befreit. Danke. Uns? Andere Geister. Der See der Neuen ist voll von ihnen. Die meisten davon können diese Welt verlassen, aber einige wenige stecken in Midgard fest, bis unsere Angelegenheiten geklärt sind. Vielleicht könnt ihr ihnen auch helfen. Wir haben nicht den Wunsch, dir zu helfen, Geist. Aber das habt ihr bereits. Ich wollte nur noch mal den Himmel sehen. Lebt wohl. Okay. Wow, er ist verschwunden. Komm, wir dürfen uns nicht ablenken lassen.
war jetzt noch mal nichts. Ich habe da hinten aber noch was gesehen. Und zwar dort an der Kette. Ich weiß aber nicht, wie man da hinkommen soll. Oder? Ja, da ist zu. Oder da kommt man jetzt noch nicht hin. Was habe ich dir über Ablenkungen gesagt? Aber sie brauchen offenbar Hilfe. Das sind Geister, Junge. Tote Dinge. Sie haben keine Bedürfnisse. Nur Forderungen. Aber ich möchte sie nicht ignorieren. Du wirst darüber hinwegkommen. Mutter hätte ihnen bestimmt geholfen. Wie war das, Junge? Gar nichts. Auch besser so. Kennst du vielleicht ein paar schöne Geschichten? Was für Geschichten? Ich weiß nicht. Mutter wusste immer eine Geschichte. Hat dir als Kind niemand welche erzählt? Ich kannte mal einen Mann vor langer Zeit. Seine Geschichten waren kurz. Ah, das zweckdienlich. Cool. Klingt nach Spaß. Weißt du noch eine? Genug. Geschichten nur auf dem Boot. Konzentrier dich. Ja, Vater. Ah. Alles klar, dann würden wir jetzt zurückkommen. Na, dann würden wir jetzt zurückkommen. Okay, verstehe ich. Aber schön, wenn es so dunkel ist, wenn man gar nichts mehr sieht. Okay, das ist ja bloß der andere Weg gewesen. Ja, ist cool, dass man hier ein bisschen erkunden kann jetzt an dem See. Jetzt gehen wir mal durch den blöden die Bergspalte da. Junge. Okay, ich schalte auch wieder. Inschriften. Und da ist eine Kiste. Interessant. Advaris Erfindung. Dieser Weg führt zu den Minen von Velündr. Diese große Unternehmung ermöglicht Andvandri, der Alchemist, Sohn des Ivaldi, durch dessen Genialität Fels und Stein vom Hindernis zum mächtigen Arbeitsgerät verwandelt wurden. Die größte Angst eines Zwergenminenarbeiters war es immer, die Vergessenen zu erzürnen, aber dank Advantri sind sie jetzt bloß Werkzeuge für unser redliches Unterfangen. Ein neues Zeitalter der Zwerge zieht herauf. Nicht mehr nur Minenarbeiter, sondern Herren des Eisens, deren größtes Werk die Zukunft selbst ist. Okay. Weltenschlangen-Schuppenfragment. Wenn ihr fertig seid, muss ich euch um etwas bitten. Das ist schon wieder er, oder? Worum geht es? Da ist dieser Alchemist, Andvari. Er hat in den Völlunder-Minen gearbeitet. Hab schon seit vielleicht 100 Winter nichts mehr von ihm gehört. Ist wohl tot, aber vielleicht könnt ihr ihn ja finden. Er ist ein Zwerg wie ich. Trägt einen hübschen grünen Ring. Schuldet mir einen Gefallen. Sucht ihr ihn?
wenn es auf unserem Weg liegt. Oh, hab schon verstanden. Nicht der Typ, der irgendwas umsonst macht, oder? Na schön. Wenn ihr Andvari findet, soll euch was Besonderes herstellen. Dieser Zugangstein sollte euch in diese Minen bringen. Wählen wir Zugangstein, okay. Die Völundra-Minen liegen direkt hinter diesen Türen. Ihr könnt euch ebenso gut mal drinnen umsehen, meint ihr nicht? Ich brauche den Alchemisten für etwas, das ich euch zusammenbraue. Wenn ihr schlau seid, werdet ihr ihn finden. Okay, dann machen wir das doch mal gleich. Schauen wir mal, ob wir diesen Zwerg finden. Also, Brock meinte, sein Freund ist auch ein Zwerg. Mit einem grünen Ring. Sieh nach, wenn du willst. Ich werde Ressourcen für unsere Reise suchen. Willst du ihm nicht helfen? Nein. Warum nicht? Weil ich keine Botengänge für Zwerge mache. Oh. Seelenfresser. Tötet er uns, war's das. Kein Valhall, kein Hehl, kein Jenseits, niemals. Er greift nicht an. Oh, meine Mutter klang wie gefährlich. Dann sei auf alles gefasst. Komm. Ein Seelenfresser hat ihn erwischt. Einer der Männer des Alchemisten. Dann mal los! So weit ist er nicht mehr weg. Kann ja nicht so schwer sein, die Bitch. Da ist noch eine Wiedergängerin. Pass auf!
Geh doch. Nicht er. Hey, ich dachte, es wäre dir egal. Ich habe keinen Ring bemerkt, als ich ihn durchsucht habe. Oh. Dann gehen wir schon runter und schauen wir uns die Kiste an. Sei bereit! Junge. Hey, noch eine Schatzkarte. Was ist denn das jetzt? Der Troll ist tot, meine Sippe gerecht, aber der Kampf war anstrengend. Mein kleiner Besitz ist bei einer Leiche vergraben. Ingrid und ich sahen an diesem Strand zu, wie die Sonne über den Tempel aufgeht. Okay. Könnte das nicht der Troll gewesen sein, den wir am Strand gesehen haben? Merken. Da werden wir, glaube ich, nachher mal nochmal schnell hinfahren. Jetzt wollte ich aber hier schon nochmal hingucken, weil da war vorher. Dass der blöde Weltenfresser hier gleich kommt. Wow. Der Seelenfresser da. Nein, das ist. Okay. Ein Siegel. Siegel. Und wo ist Nummer 3? Vielleicht ist es hier irgendwie. Okay, ich brauche noch ein Siegel. Auf jeden Fall was unten, da könnten wir dann nochmal schnell zurück. Vielleicht sehen wir das Siegel von hier unten. Wo ist das letzte Siegel? Irgendwo muss es ja sein. Sieht man das von hier vielleicht irgendwo?
Also ich sehe es jetzt gerade nicht. Und die Dinger. Oh, vielleicht ist es da hinter. Nö. Da hinter? Ich wollte nicht. Ich wollte eigentlich hier die Dinger behalten, falls der blöde Mob da kommt. Ah, da hinten ist es. Oh. Okay, alles klar. Da ist der Ring an der abgetrennten Hand. An dem Seelenfresser. Tja, jetzt wissen wir, was an Bari zugeschrieben ist. Ich speichere mal. Na, ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal die Kiste auf. Wir können es Brock sagen. Wir müssen nicht kämpfen, oder? Doch, wir kämpfen gegen ihn. Aber warum? Weil du Angst vor ihm hast. Jetzt machen wir das erstmal. Endlich ist es vorbei. Alter Schwede. Da wir haben uns aber nicht viel fallen gelassen, muss ich sagen. Okay, ist aber nicht lange. Dann müssen wir schauen, dass wir das ein bisschen hochkriegen noch. Das ist irre. Wie sollen wir denn etwas aus Stein töten? Wir kämpfen, vernichten ihn, bleiben immer konzentriert. Ja. Oh,
Okay, Leute, ich würde aber sagen, wir machen an der Stelle einen Cut und schauen uns in der nächsten Folge an, ob wir das Steinvieh hier irgendwie killen können. Ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend jetzt. Und mal schauen, was der Typ hier drauf hat. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.